Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Eternal Darkness für den Nintendo GameCube. Das letzte Mal haben wir das Kapitel von Maximilian abgeschlossen und zumindest hat er sein Kapitel überlebt, so halb. Irgendwie, naja, ihm ging es immer noch nicht sonderlich gut am Ende, aber was soll's. Wir gehen weiter. Denn wir können jetzt einen unserer neu gefundenen Spells benutzen und können uns damit weiter im Haus umsehen. Und theoretisch sollten jetzt erstmal keine Sanity Effects auftreten, denn man sieht schon, wenn der Kopf mir hier folgen würde, dann wäre es um meinen Verstand nicht gut bestellt, aber mein Verstand ist voll, von daher sollte nichts großartig auftreten gerade. Okay, und zwar haben wir hier die Kommode, die haben wir uns schon mal kurz angesehen. Eine der Kommoden im Ankleidezimmer hat seltsamerweise kein Schloss, stattdessen ist ein dreieckiges Muster erkennbar, neben dem sich magische Symbole befinden. Das dreieckige Symbol bedeutet nur, dass wir einen Dreipunktzauber sprechen müssen. Das Symbol ist natürlich das Symbol von Ulioth. Und wir wollen da was sichtbar machen mit, wo ist es, erkennen, sprechen, jawohl, und Xelotar. Und plötzlich öffnet sich ein Schlüsselloch. So, schauen wir rein. Der Spruch erkennen brachte das Schloss zum Vorschein. Trotzdem ist die Kommode nach wie vor abgeschlossen. Aber da haben wir einen Schlüssel schon seit Ewigkeiten, den wir jetzt endlich benutzen können. Mit dem Kommodenschlüssel hat Alex die Kommode aufgeschlossen. Soll Alex die Kommode öffnen? Nee, wir haben sie aufgeschlossen. Bitte zulassen. In der Kommode liegt ein verchromter Revolver und eine zerfletterte Seite aus dem Tome of Eternal Darkness. Soll Alex diese Sachen an sich nehmen? Yes, ein Revolver. Sehr schön. Alex hat eine Kapitelseite mit dem Titel Ein Schritt in die Finsternis gefunden. Soon, the heart will be in our possession, my liege. Never underestimate the power of Mantarok. Even in death, it corrodes all about itself. It is unguarded. The presence of the corpse god causes fear in all who come near it. It has torn entire villages asunder and made the region uninhabitable. Only the foolish would venture near it. Even so, what may be easy to take may be easily taken away. Fear not. For centuries we have searched for something that was before us all the time. Mantarok's essence never left the city temple, and with it located, we are one step closer to your freedom, Master. Yes, yes. Make haste. Na okay. Also Mantarok scheint immer noch total badass drauf zu sein, obwohl er eigentlich tot ist. Aber naja, das macht auch nichts, denn wir schauen uns die Kapitelseite jetzt an. Die ist viel wichtiger. The Ancients' influence was incredible. From all walks of life to all parts of the world, their tendrils crept and wrought their insidious damage. Their prisons decayed constantly, as their guardian's work continued. I discovered mention of a breakthrough in satellite radar imaging that revealed the presence of a hitherto unknown temple mound in the Angkor Thom region of Cambodia. An archaeologist of some repute, Dr. Edwin Lindsay, took it upon himself to investigate the area, to reveal the secrets of history. Unfortunately, the local government at the time thought differently, requiring that Lindsay find other means into the country and to finance the expedition. He found these in Paul Augustine, a collector of rare items who professed an interest in the discovery and agreed to help. After a dysentery-riddled two-week venture, Lindsay and Augustine located the remains of an ancient city temple dating back to the 12th century. Thank you.
Yes, this is it. It has to be. I hadn't expected the information to pan out, but here it is. The satellite data was correct. For years, I have searched for it without success. Here, all along, clouded from us beneath the great ancient's insidious magic. I am very pleased with your performance, Dr. Lindsay. Very pleased. In fact, so pleased that I will give you an early bonus. My God! You are a scholar, Dr. Lindsay, not a warrior. In that regard, I have several centuries more experience than you. Don't be a fool. Die quietly. And you will not suffer. You cannot escape me, Lindsay. This place will be your tomb, just as it is Mantarok's. Guardians of Ulyath, kill him! So, wir spielen als Dr. Lindsay und ich glaube, man kann sich schon einigermaßen vorstellen, woran sich die Entwickler hier orientiert haben. Wir wollen als allererstes mal checken, wir haben eine Automatikpistole, wir haben eine Flinte, wir haben eine Fackel, eine Bürste, einen Haufen Munition und einen Kukri, was natürlich unsere Weapon of Choice wird. Und wir haben es hier mit Guardians zu tun. Man erkennt, dass Guardians im Raum sind an dem Schimmer auf dem Boden. Hier sind es Ulyath Guardians, das heißt, der Schimmer ist blau. Aber ja, sobald man den Schimmer sieht, weiß man, dass Guardians in der Nähe sind. Und die haben einen ziemlich... anfälligen Schwachpunkt. Nämlich ihren Rücken, bzw. ihr Hinterteil. Und dadurch kann man die relativ schnell außer Gefecht setzen. Und das sollte man auch tun. Ich dachte eigentlich, hier kommen zwei Guardians. Ich war mir sicher, das waren hier zwei. Na gut. Vielleicht ist es auch anders, weil es Ulyath ist. Ich kann mich gerade nicht entsinnen, aber ich dachte eigentlich, es waren zwei. Jedenfalls möchte man hier auf ihr Hinterteil einschlagen. Dann kriegt man die relativ schnell klein. Ansonsten können die sehr, sehr schnell sehr viel Schaden machen. Und später werden sie noch ein bisschen gemeiner. Und außerdem, wenn wir uns hier hinstellen, sehen wir nicht nur... ein Untersuchen-Button. Eine dicke Staubschicht verhüllt die Kacheln auf dem Boden. Sondern, wenn wir uns in dem Bereich bewegen, das kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, fängt der GameCube-Controller an zu vibrieren. Und das bedeutet, dass wir hier unsere Bürste benutzen können. Denn wir sind immerhin Archäologe. Schade, dass wir keine Peitsche als Waffe haben. Das wäre cool. Okay, und unter dem Staub auf dem Boden kommt ein bronzener Armreif zum Vorschein. Nehmen wir doch mit. Sehr schön. Okay, ja, wir können verschiedene Sachen quasi aufdecken. Was passiert eigentlich, wenn wir versuchen rauszurennen? Lindsay hat momentan nicht die Absicht, den Tempel zu verlassen. Er will unter allen Umständen von vor Paul Augustine das Artefakt in die Hände bekommen. Niemand kommt Edwin Lindsay in die Quere. Na, okay. ganz wichtig, in diesem Kapitel gibt's zwei sehr wichtige Items, die man durchaus relativ easy verpassen kann. Eins davon erfordert ein bisschen Backtracking, aber man möchte beide unbedingt mitnehmen. Unbedingt. Die Statue einer sitzenden Gottheit. Eigentlich sollte sie Geschmeide um Hals und Hände tragen, aber es finden sich nur Abzeichen der Abnutzung und Spuren von Bronzestaub, wo ihr Schmuck von Grabräubern gestohlen wurde. Und ja, wir sind wieder in Angkor Thom, wo wir schon mal im zweiten Kapitel waren. Und dort sind wir jetzt nochmal. Allerdings auch zum letzten Mal. Wir werden Angkor Thom im ganzen Spiel nur zweimal betreten. Einmal haben wir schon, das ist das zweite Mal. Und das Gewobbel haben wir schon mal gesehen. Wir kommen wieder in die Höllendimension. So. Gut. Hallo. Okay. Wen haben wir hier denn jetzt noch stehen? Ach jawohl. Dann den Karim. Der ist jetzt neu dabei.
Und? Schrei mich nicht so an, ey. Und Maximilian Rivers steht jetzt auch hier. Na denn. Eingebettet in etwas, das Ähnlichkeit mit... Ja, das haben wir jetzt schon tausendmal gelesen. Immer mit. Natürlich. Okay, wir haben das Tome of Eternal Darkness, können natürlich entsprechend Zauber wirken. Wow. So, die können sich gar nicht leiden. Wurde ich gerade von dem einen Zombie getroffen, während ich den... Ja, glaube schon. Machen wir sie beide weg. Das hier war der Raum mit dem Kerzenrätsel. Da müssen wir uns erstmal nicht mehr drum kümmern. In einen Alkoven geschmiegt steht eine Anzahl an Kerzen. Sie spiegeln die Tageszeit wider. Seltsamerweise ist eine von ihnen entzündet. Wie ist das möglich? Magie. Ja, hier können wir leider nichts tun. Oh, Moment, ich möchte nochmal zurückgehen. Mal schauen. Ne, hier lag nichts. Na gut. Okay, gehen wir weiter. Und natürlich können wir auch hier wieder alle möglichen Fallen auslösen. Freude, Freude. Oh, und ich sehe Trapper. Moment, da habe ich doch was. Da habe ich ein Mittel gegen. So. Na, pff, ich bin genau drüber gelaufen. Okay. Ist da noch einer? Ich höre keinen. Ich höre keinen weiteren Trapper. Aber es hat ja nichts zu bedeuten unbedingt. Ein metallener Armreif liegt auf einem Sockel. Wir haben einen Metallreif gefunden. Sehr schön. Schauen wir uns doch mal an. Ein scheinbar wertloser Reif aus billigem, fehlerhaftem Metall. Die Qualität ist mehr als schlecht. Abfall. Schlecht. Kacke. Weg damit. Nee, den können wir tatsächlich sehr gut gebrauchen. Oh, ich sehe das ganz schlecht. Ich könnte natürlich einfach meine Fackel auspacken, dann würde ich das besser sehen. Aber da habe ich jetzt auch gar keine Lust drauf. Okay, und außerdem haben wir hier ein kleines Spinnennetz. Das können wir zerbürsten. Und darunter befindet sich ein Item, das man durchaus recht flott verpassen kann, wenn man nicht weiß, dass man Spinnenweben bürsten kann. Eine gravierte Steinplatte verbarg sich hinter den Spinnweben. Und wir haben den Kodex für Tier erhalten. Oder auch Summon. Mit dieser Rune... Nee, ich habe nichts gesagt. Mit dieser Rune können wir Sachen machen. So, das wollte ich sagen. So, und außerdem haben wir hier den, diesen Gesellen hier, an dem wir allerdings nicht vorbeikommen, denn er hat ein Force Field aktiviert. Und das ist der gleiche Zauber, den wir auch bekommen haben. Nämlich Isolierung. Wie der genau funktioniert, werde ich kurz mal demonstrieren. Aua! Genauso. Das können wir auch casten. Und können uns so kleinere Gegner relativ easy vom Leib halten. Allerdings hält das natürlich nicht ewig. Eine brausende Halskette liegt um eine Urne herum drapiert. Nehmen wir mit. Natürlich. So, also an dem kommen wir leider noch nicht vorbei. Da können wir aktuell noch nichts tun. Deshalb gehen wir einfach wieder. Tschüssi. Linse, wo guckst du denn hin? Okay. Oh, das kann man irgendwie gerade viel besser sehen. Ich mag die Kameraperspektive, die ist gut. Die können wir beibehalten. Jawohl. Sehr schön. Gewitzt. Ich habe übrigens immer noch die Pistole ausgerüstet, fällt mir gerade mal so auf. Ich will gerne wieder meinen Kukri. Okay, was wir mit der Bronzehalskette machen müssen, sollte offensichtlich sein. Wir gehen nochmal zur Statue und ziehen ihr die an. Bitteschön. Das ist übrigens auch das erste Kapitel, was durchaus ein bisschen länger dauern kann. Es ist ein ziemlich umfangreiches Kapitel. Okay. Allerdings nicht das umfangreichste. Was an Eternal Darkness recht schön ist, die Kapitel werden mit jedem Kapitel immer so ein bisschen länger und umfangreicher. Finde ich ganz cool. Okay, was haben wir denn hier? Irgendwas zum Zermetzeln? Nee. Aha, die Steinstatue der Naga, einer Wassergottheit mit Schlangenköpfen, wacht in der Ecke des Raumes. Vor ihr befindet sich eine erhöhte Plattform, auf der ein Armreif liegt. Sollen sie den Armreif an sich nehmen? Klar, was kann schon schief gehen? Wir haben einen Silberreif gefunden. Ja. Hm.
Na gut, geben wir ihn doch mal einen Metall an einem Reif. Vielleicht ist die Naga damit zufrieden. Und ist sie tatsächlich. Sehr schön, damit können wir den Silberarmreif behalten. Ich weiß jetzt nicht, ob man es gehört hat. Aber die Statue sagt, give it back. Wenn man den Armreif aufhebt. So. Ich halte hier gerade Ausschau nach Trappern. Sehe aber keine. Und bevor du hier irgendeinen Scheiß anrichtest und auf irgendwelche Fallen latschst. Oh, er lebt noch. Huch. So. Ich habe mich gerade gewundert, warum der Zombie nicht hinfällt. Ups. In der Ferne sehen wir schon wieder ein Spinnennetz. Mhm. Jawohl. Du läufst über die Falle, oder? Nein. Tu es nicht. So, mein GameCube-Controller vibriert wieder. Nein, er ist drüber gelaufen. Aber das macht nichts. Die Falle kann mir hier gar nichts. Bombs. Schön. Und nochmal die Bürste benutzen. Wisch. Und ein weiterer Kodex. Versteckt in der Ecke des Flurs liegt eine Steintafel, auf der Runen eingraviert sind. Und wir bekommen Nethlek, Dispel. Sehr schön. Sehr, sehr nice. Können wir gut gebrauchen. Ganz viele Zombies. So, was ich hier machen möchte, ist möglichst sie zum Singen bringen. Damit habe ich die magische Rune schon mal gefunden. Jetzt stelle ich mich einfach hier hin. Und das sollte mich theoretisch nicht erreichen. Ich sehe die Wand bluten. Oh doch, es hat mich erreicht. Wow. Ja, es hat mich eindeutig erreicht. Das war so nicht geplant. Na gut, ich weiß gar nicht, ob ich schon drauf eingegangen bin. Ich glaube ja. Aber wir können Magiepunkte wiederherstellen, indem wir einfach im Kreis laufen. Das ist die einfachste Methode. Und was? Ach so, ich habe mich bewegt, während ich. Okay, wir laufen ein bisschen im Kreis, kein Problem. Okay, nice. Aber jetzt laufen wir ein bisschen mehr. Und da sieht man, wie sich ganz langsam die Magieleiste auffüllt. Oh boy. Da habe ich mich minimal verschätzt. Ich hätte einfach rausgehen sollen. Aber naja, gut. Ja, und wie ich eben schon gesagt habe, ich sehe die Wand bluten. Das heißt, ich werde wahrscheinlich meinen Verstand auch mal ein bisschen aufbessern müssen. Alles gut. Okay, einmal noch und dann. Und dann bin ich zufrieden. Oi. Das hätte echt in die Hose gehen können. Die haben mich fast gekillt. Wow. Ich habe die Reichweite massiv unterschätzt. Aber ja, wenn man mehrere Gruppen mit blauen Zombies hat, also mit Ulioth-Zombies, dann ist es durchaus eine intelligente Idee, die irgendwie zusammenzustellen und dann einen zu killen und dabei nicht zu köpfen. Dann fangen die nämlich alle singen an und explodieren einfach alle. Wow. Mehrere Kerzen stehen auf einem niedrigen Sockel. Ja, immer noch das Kerzenrätsel, immer noch für uns uninteressant. Okay, jetzt dürfen wir uns hier durch. Okay. Ich höre was, ich weiß aber nicht was. Au! Jetzt weiß ich was. Du Arsch. Einfach mal voll die Falle aktiviert. So, und hier haben wir ein weiteres Spinnennetz, das wir erstmal bürsten. Und wir bekommen eine zerflatterte Papierrolle liegt auf dem Boden. Linse hat den Spruch Aufhebung erhalten. Turga, Nethlek, oh ja, Raptormore. Ja, Nethlek war die Rune, die wir eben bekommen haben von dem blauen Zombie. Uns fehlt immer noch die Tierrune. Und was Aufhebung macht, ist im Endeffekt ganz easy. Eine altersschwache Rolle mit magischen Zeichen und Schriften. Jede Magie hat ihren Gegenpart. Das, was beschützt wird, wird der Unsicherheit überlassen. Das, was gebunden ist, wird freigesetzt. Aber es gibt eine mächtigere Magie, die auch diese unterwerfen kann. Was dieser schöne Text einfach sagt, ist, damit können wir Schilde kaputt machen. Unter anderem.
Aber primär ist es dafür gedacht. Und außerdem, im Schutz der Schatten wacht eine Statue über den Raum. Schon ein kurzer Blick zeigt, dass Spuren von Silber Unebenheiten an Hals und Handgelenken hinterlassen haben. Ein deutliches Indiz dafür, dass hier der Zierrat fehlt. Mal wieder. Und auch diese Statue wollen wir ein bisschen verschönern. Jawohl, schöner Armreif. Ja, da können wir drüber laufen, kein Problem. Und wir sind wieder hier in diesem lustigen Raum. So, der nette Geselle hat ein Ulioth-Schild aufgebaut. So, das heißt, wir wollen eine Xelotas-Aufhebung sprechen. Und jetzt können wir uns um den Gesellen hier so ein bisschen kümmern. Wieder mit dem Schwert. Man könnte durchaus einfach die Schrotflinte benutzen. Aber ich sag ganz ehrlich, es gibt einen Bereich in diesem Spiel, wo ich mir die Schrotflinte wirklich aufheben möchte. die hat durchaus ihre Daseinsberechtigung in diesem Kapitel. Und ich möchte nicht ohne Munition dastehen. Um die Kerze im Zentrum des Sockels liegt eine silberne Halskette. Nehmen wir mit. Sehr nice. Und gehen wieder zurück zur Statue, denn das ist der einzige Weg, den wir, nicht den wir gehen können, aber den wir gehen sollten. So. Okay, wunderbar. Dann, bitteschön. Fancy. Aber bevor wir da reingehen, würde ich sagen, war es das erstmal von meiner Seite aus hier. Ich hoffe, dass das bei euch so hat gefallen. Falls ihr aber abonnieren, kommentieren, gut bewerten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir uns weiter in den Ruinen von Angkor Thom umsehen. Bis dahin.